Direkt starten wir direkt in die Seeschlacht rein, weshalb ich auch direkt mal eben hier Interface aufrufe und den Angriffsbefehl gebe. Und dann aber diesmal, um auch wirklich sicher zu gehen, dass die an ist. Perfekt. Willkommen zurück zu Anno 1404 Venedig. Hier unten, wie gerade schon gesagt, geht die Seeschlacht los. Es ist unser Flaggschiff. Wird mal wieder richtig zugesetzt. Wir fahren es mal ein bisschen weg. Wir wollen nicht schon wieder das nächste Flaggschiff. Ups, da verziehe ich das Fenster. Das ist nicht gut. Okay, ich glaube, das war es mit der Eragon 2. Eines ihrer Schiffe wurde oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Erstmal eben das, hier in der Zeit machen wir eben das Fenster wieder richtig. So, die anderen beiden kriegt ihr doch jetzt aber hoffentlich hin, oder? Bitte! Einer ihrer Betriebe stellt keine Ware. Bitte! Welcher denn? Eisenmine, das kann mir gerade egal sein. Kommt, macht das letzte Schiff noch fertig. Santa Maria, fahr mal ein bisschen weg wieder. Ah, das läuft. Also die Schlachten laufen in letzter Zeit nicht so gut. Wir brauchen unbedingt eine stärkere Marine. Deswegen bin ich für Ausbau der Marine. Der Tag wird kommen, an dem ich recht lasse. Ah, ich glaub's immer noch nicht. So, Santa Maria, erstmal. Ihre Schiffe haben die Blockade erfolgreich beendet. Naja, erfolgreich ist so. Meinungssache, ne? Ich fand's jetzt nicht so unbedingt erfolgreich. Die Santa Maria fährt erstmal hier zum Wartungskran wieder. Die Nemesis, unser neues kleines Kriegsschiff, ist auf jeden Fall jetzt vom Stapel gelaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, Brom, nimm mal bitte das auf und, bring das mal zu den Venezianern und lass mich raten. Yay, du hast wieder ein neues Flaggschiff zu einem Angebot. Ja, nehme ich gerne. Eragon 3. Ja, du hast mir einen Auftrag gegeben, deswegen. Kanonen. Uhu, wir haben Kanonen von denen bekommen. Das Gewitter ist vorüber. Das heißt, wir können eventuell ein weiteres großes Kriegsschiff bauen. Haben wir denn schon alles andere? Also jetzt Seile natürlich und Holz. Das ist, füllt sich hoffentlich sowieso wieder auf. Wir können sogar zwei bauen. Ihr letztes Wasser. 59 Adelige. Boah, 950 Adelige haben wir noch nicht. Also das müssen, die müssen wir auch noch besorgen. Das ist aber das geringere Problem, würde ich mal sagen. Vor allem Seile, Holz, Geld. Das sind doch bürgerliche Werte. So, Eragon 2, 3, ja. Mal wieder ein neues Flaggschiff ohne Upgrades. Wie schön. Und Gesandte haben wir auch immer noch nicht genug, ne? Ja. Da fehlen uns auch noch ein paar. Also, ich würde sagen, unsere nächsten Ziele sind es auf jeden Fall unsere Bevölkerungen. Auf den beiden Bevölkerungshauptinseln, nenne ich sie mal, Tirm und Aberon, auszubauen. Also, fangen wir doch mal mit der Planung an. Wie sieht es denn aus mit allem, was die zur Versorgung brauchen? Most und Fisch ist nicht gut. Ihr werdet wieder von mir hören. Bekleidung ist in Ordnung. Lederwaren auch, genauso wie Bücher. Bier ist ein bisschen knapp. Ihr seid erstaunlich loyal. Ja, ich weiß. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Adelige ist noch nicht das Problem. Gewürze haben wir auch genügend. Also, eben nochmal die Noria hier auffüllen. Wir müssen uns mal kurz die Bierproduktion anschauen. Warum hat die Bierproduktion Probleme? Ich habe eine Ahnung, warum sie Probleme hat. Ne, sie hat genug Rohstoffe da. Also brauchen wir wahrscheinlich eine neue Klosterbrauerei, für die wir jetzt allerdings wahrscheinlich nicht genügend Werkzeuge haben. Genau, und auch keinen Stein. Dann bringen wir doch mal den ganzen Stein, das ganze Werkzeug und bringen mal dein Bier gleich mit. Ein Flug auf den Weg, dann geht es los. Okay, aber ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass unsere Handelsschiffe. Bringt euch nicht selbst in Schwierigkeiten.
Also vor allem die kleineren Handelsschiffe einfach. Genau. Die Horst ist einfach beschädigt. Dann würde ich mal sagen, wir schicken die Horst auch mal zum Reparaturturm. Lassen sie reparieren und beginnen dann mit dem Ausbau. Also schicken sie dann wieder zurück auf die Handelsroute. Das wollte ich sagen. Weil an Gerste mangelt es uns auf keinen Fall. Also brauchen wir mehr Klosterbrauereien und da muss wir müssen dafür sorgen, dass das Schiff auch wieder schneller ist. So, 80 Holz hätten wir zumindest schon mal. Wir haben ja immer noch nicht genug Adelige. Das ist ja das Problem. So, was waren die anderen Rohstoffe, die knapp waren? Brot soweit in Ordnung. Das war alles in Ordnung. Auch Fisch. Fisch war problematisch. Kriegen wir dann noch ein paar Fischerhütten hin? Das sieht schlecht aus und aus irgendeinem Grund leckt es gerade wieder. Jetzt ist der Leck weg. Eine kriegen wir auf jeden Fall noch dahin. Eine kriegen wir noch dahin. Das wird aber nicht reichen, glaube ich. Das wird nicht reichen. Den Hafen möchte ich sowieso auch mal ein bisschen anders bauen. Das machen wir aber ein andern Mal. Jetzt müssen wir erstmal für Rohstoffe sorgen. Wie wäre es, wenn wir hier ein Markthaus hinbauen? Da passt noch eins hin. Dann machen wir hier noch den Weg ordentlich. Du bist ein Schatz. Danke sehr. Ah, jetzt sind wir schon beim Schatz angekommen. Meine Liebe, ich fühle mich geschmeichelt. Ich fühle mich geschmeichelt, wenn ich nicht wüsste, dass danach es nicht lange dauert, bis der nächste Wutanfall da ist. Ein gutes Geschäft. Wir kennen uns doch bereits. So. Dann bauen wir hier mal die nächste Fischer-Ecke auf, würde ich sagen. Damit dürfte Fisch wieder einigermaßen gut dabei sein. Most ist allerdings auch noch so ein Problem. Most. Dann bauen wir doch mal die nächsten Most-Farmen. Nicht wahr? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bauen wir da einen hin. Dann kriegt er da ein Feld. Da ein Feld. Da ein Feld. Da ein Feld. Welche Produktion kommt zum Erliegen? Klostergarten. Ja. Da sind wir gerade dabei, das wieder in Gang zu bringen. Wie sieht's denn aus? Du bist soweit wieder fit, würde ich sagen. Dann fahr mal wieder los. Die Santa Maria fährt mal bitte zu der Kriegsschiffflotte. Du baust hier dich mal aus zum großen Markthaus. Und da kriegen wir hier noch irgendwie guten Musthof hin. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. So vielleicht. Eine Produktion kommt zum Erliegen. 1, 2, 3, 4. Haha. Wir brauchen da immer noch mehr auf jeden Fall. Also das reicht garantiert nicht. Die Feuerwehr hat hier einiges zu tun. Ihr könntet mal einen Zimmermann gebrauchen, glaube ich, ne? Sieht ganz danach aus. Ja. Das ist der, sind Zimmermänner. Wo ist denn der nächste? Hier ist, glaube ich, einer. Genau. Hier unten ist keiner. Dann reißen wir mal Monsieur hier ab. Tut mir leid, aber da muss ein Zimmermann hin. Wir sind natürlich jetzt auch wieder ganz schön im Minus, was unser regelmäßiges Einkommen angeht. Und der verbraucht jetzt wahrscheinlich auch wieder Holz, um die Sachen in Ordnung zu bringen, aber das ist gerade gar nicht mehr so unwichtig. Hier ist wieder eine Schenke, ich Medikus. Eine Produktion. Da ist der nächste Zimmermann. Also brauchen wir hier hinten auch noch auf jeden Fall einen. Dann machen wir doch hier einen hin. Nehmen die Feuerwehr direkt. So, dann ist der Bereich hier auch noch abgedeckt. Der zieht garantiert jetzt gleich auch sofort los. Wir brauchen auf jeden Fall aber, um das zu kompensieren, wieder ein paar neue Bauernhäuser.
Kommt da noch ein Block hin? So. Na komm. Jetzt hab dich nicht so. Ja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ich guck sofort. Das schaue ich mir sofort an. Klein wenig Geduld, bitte. So. Es wird jetzt garantiert welche triggern, die so alles immer symmetrisch und so haben wollen, aber hier versetze ich mal den Fresko. Okay, ein paar neue Bauern haben wir schon mal, die ziehen jetzt ein. Wie sieht's da eigentlich aus mit der Abdeckung? Die ist nämlich da direkt an der Grenze. Wir bräuchten hier eigentlich nochmal einen Hof. Naja, schauen wir mal, wie es wird. Wie sieht's denn jetzt aus mit Fisch? Scheint wieder zu steigen. Oder sich zumindest zu regulieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, Bier. Bier. Wir brauchen hier eine weitere Klosterbrauerei. Oder am besten sogar zwei weitere Klosterbrauereien, würde ich sagen. Dann packen wir direkt zwei dahin. Aberon können wir vielleicht ein bisschen ausbauen, die Bevölkerung. Ihr habt null Werkzeug, dann holen wir uns mal ein Werkzeug von ihm. Karawane zieht los, sobald die und die Aragorn 3 kann mal ihren ersten Auftrag in Anspruch nehmen und direkt ein bisschen mehr Werkzeug rüberbringen. Ja. Das wäre nicht schlecht, wenn sie das macht. Ja, hier. Nein, das war schon der richtige. Da ist Werkzeug. Ja, komm, nimm mal einfach 80. Nimm mal 80 Werkzeug mit. Dann haben wir hier unten erstmal ein bisschen zum Ausbau. Gut. Das dauert jetzt, bis die da ist. Bier ist jetzt wieder hier am Steigen, hoffe ich. Achso, ja, das ist. Du kommst gerade zurück, ne? Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Du wirst es verschmerzen. Und wir kaufen mal in der Zwischenzeit, solange das noch nicht wieder normalisiert ist, ein bisschen Bier ein, würde ich sagen. Damit die Patrizier hier nicht durchdrehen. So. Keine Ahnung. So, 50 Bier etwa. Nein, falscher Knopf. Ein gutes Geschäft so. Ist mir willkommene Abwechslung. Damit immer ein bisschen Bier auf Lager ist, das. Ich habe euch schließlich versprochen, dass ihr nicht. Wäre gut. So, die ersten Werkzeuge sind hier. Dann können wir schon mal paar neue Nomaden. Einiges über die Baukunst des Orients. Häuser uns holen. Und dann kommt hier der nächste Block. Achso, da ist Wasser. Zack, 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 zack. Noch eine Straßenverbindung. Nach da unten. Dann. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Da kann noch einer hin und wo kriegen wir sonst noch einen hin? Ja, da sowieso. Können wir hier noch ein paar hinbauen. Jetzt haben wir auch nicht mehr genügend Werkzeug, aber neues Werkzeug kommt ja gleich mit Aragorn geliefert. Ist sie denn? Nee, die ist noch nicht da. Wie sieht's eigentlich hier unten aus mit der Akademie? Achso, du bringst gerade den neuen Kram dahin. Dann fahr schon mal hier rüber. Ich kann mir garantiert wieder da gebrauchen. Wie viel Ruhm haben wir eigentlich? Wir haben jetzt 1.000 Ruhm. Können wir noch ein Turnier sogar noch starten? Ja, können wir. Turnier zum Gaudium. Dann machen wir das doch. Fanfaren sollen das Ereignis ankündigen. Ein neues Turnier. Da. Genau, Ruhm wollte ich gucken. Wir können dann hier ein bisschen mehr Kram kaufen, schätze ich mal.
Was kann er hier noch machen? Ja, Patricia, bla bla bla. Fliegenkauf weiß von Schiffen. Vergrößert seine Handelsflotte. Das machen wir mal. So. Der auch eine maximale Handelsflotte hat. Maximales Limit des Heers, brauche ich jetzt gerade nicht. Unlautere Mittel. Nächster Rang. Verbessert das Flaggschiff und alle Kriegsschiffe. Das holen wir uns. Nachdem wir jetzt so viel Probleme mit unserer Flotte hatten, ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Was haben wir das hier noch? Verringert Unterhaltskosten. Das ist immer gut. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Können wir sonst noch irgendwie was holen, was eventuell Unterhaltskosten... Hier, wir haben gerade keine orientalischen Schiffe, wirklich. Zwischen zwei Mitspielern herrscht Krieg. Ah, Hassan hat mal wieder Krieg verursacht. So kennen wir ihn ja. Ja, dann sparen wir mal das Ruhm. Den Ruhm eventuell. Da können wir mit der Aragorn vielleicht mal shoppen gehen. Fahr mal zu den Venezianern. Die sind, glaube ich, gerade am nächsten. Schau gleich mal, was die auf Lager haben an Schiffsverbesserungen. In der Zwischenzeit können wir hier weiter die Nomaden ausbauen. Und kommt hier noch ein Häuserblock hin. Hier können wir noch hinbauen. Hier auf die Rückseite. So. Wie können wir da sonst noch welche hinpacken? Gibt es hier ein paar so, die mehr im Grün sind? Mein Hafen mag auf euch ungeschützt werden. Nomaden garantiert auch. Doch im Notfall steht mir die gesamte ich Flotte weiß, du bist geschützt durch den Sultan. Aber die Flotte kann ich doch jetzt auch beantragen. Wir sind doch mittlerweile so gute Bros. Kostet leider immer nur zu viel. Ja, das reicht, glaube ich, jetzt erstmal an Nomaden. Die sind auch schon außerhalb der Moschee. Genauso wie die. Aber es lohnt sich jetzt nicht, eine zweite Moschee dafür extra zu bauen, glaube ich. Ihr seid noch ganz happy. Ihr auch. Das ist nicht schlecht. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Oh Gott, noch eine Blockade. Ja, komm. Habt ihr gesehen, wie dieser Ritter seinen Kontrahenten beim Tyrus aus dem Gott, Radebuch? Zwei große Kriegsschiffe. Davon wird man noch lange sprechen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber eine äußerst verheißungsvolle. Ja, ich kann jetzt nicht. Es war ein großartiger Einfall. Ich wusste das euch. Ich kann jetzt nicht. Ihr müsst euch eurer Neugier nicht... Wir brauchen mal Mannschaft und so. Kannst mir da irgendwas anbieten? Kannst mir auf jeden Fall verbessertes Segeltuch anbieten. Ja, nehmen wir das mal. Auf ehrliche Geschäft. Aragorn trefft dich hier mit dem Rest der Flotte. Keine Alleingänge hier mehr. Keine Alleingänge mehr. Hat der Hassan zufällig gerade noch ein Schiff da zum... Nee, nur ein großes Handelsschiff. Sie beseitige die Blutspuren und das Schiff ist so gut wie neu. Das ist kein kleines Kriegsschiff, ne? Ich glaube nicht, oder? Da sind Balliste drauf. Doch, das ist es. Das ist ein kleines... Die Rio Grande, komm. Du bist der gleiche Halsabschneider wie ich. Bevor wir noch mehr Schiffe verlieren, kommt die Rio Grande auch nach hier drüben, bitte. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe was vergessen, was sehr, sehr Wichtiges vergessen. Das tut mir leid. Wieso seid ihr alle auf? Ihr werdet nicht abgeholt oder ist das Lager voll? Ihr seid was für Farmen? Gewürzfarmen, ja, die Lager sind voll. Bauen wir hier mal wieder zwei neue Nomadenhütten hin. Sind noch mittlerweile wieder im grünen Bereich, das ist super. So, die Aragorn ist schon mal da. Dann sollten wir mit der etwas größeren Schlachtschiffflotte hoffentlich mehr Erfolg haben.
Also wäre gut. Ich möchte nicht schon wieder ein Flaggschiff verlieren, sondern die Eragon 4 schon haben. Die Quote in den letzten Folgen ist da zwar nicht so fürsprechend. Sieht eher danach aus, ob gäbe es halt mehr Verluste. Wir hoffen aber mal das Beste. Gut. Was braucht er eigentlich für das nächste Experiment? Ich wäre bereit für ein Experiment. Potasche und Trauben. Trauben haben wir noch nicht. Die müssten wir einkaufen. Was hast du eigentlich hier für Schätze auf Lager? Gerade gar nichts. Okay. So, alle da bis auf die Rio Grande. Wo ist die? Sie kommt da. Angesaust. So, und ihr fahrt jetzt aber bitte im Flottenverband nach hier unten. Bitte verlier kein Schiff. Bitte verlier kein Schiff. Bitte verlier kein Schiff. Das wird jetzt spannend. Wollen denn schon mal ein paar zu Gesandten werden hier? Was haltet ihr davon? Gesandte sein ist doch schön, oder? Ja. Wusste ich's doch. Ich komme gleich wieder zurück. Wir haben jetzt aber erstmal was Wichtigeres zu tun. Bitte, bitte lass nichts Schlimmes passieren. So, das waren schon mal gute Breitseiten. Wieso müsst ihr alle zusammen auf ein Schiff gehen? Die Santa Maria auch noch. Santa Maria, fahr schon mal zurück. Lock sie weg, genau. Lock sie weg. Ihr so nehmt das nächste Kriegsschiff vor. Komm schon, Santa Maria. Du schaffst das. Bisher hast du jede Schlacht überlebt. Fahr schon mal am besten direkt Richtung Heimathafen. Los, 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 los. Die Nemesis kann gleich auch schon Richtung Heimathafen fahren. Mit dem Rest der Kriegsschiff. Die Blockade wurde durch ihre Schiffe geschlagen. So macht man eine Seeschlacht ohne Verluste. Schön dabei bleiben und sofern Anuas ein zulässt, taktisch vorgehen. Genau so muss das laufen. Bring das mal zum Kontor und dann kannst du direkt gucken, ob Al-Mualim noch Verbesserungen für dich hat. Hier wollen aber erstmal ein paar weitere Gesandte aufsteigen, habe ich das Gefühl. Ne? Also Nomaden aufsteigen. Ja. Glückwunsch, Sie haben 1000 Gesandte, yay! Wir nähern uns der nötigen Zahl. Wurde vergrößert. Und, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Abbruch. Wir können ein andermal weitermachen. Kann ich dem Sultan von eurem Erfolg berichten? Ihr wollt Perlen. Also die große Noria brauchen wir aber gerade nicht unbedingt. Ja, in eurer Siedlung ist der Fortschritt zu haben. Ich bin froh, dass ich euch... Meine Hochachtung. Ja, ja, ja. Alles gut, Jungs. Alles gut. Jetzt haben wir zwei... Ja. Hast du was anderes? Jetzt ein Schiffsreparatur dazu, normal reduzierte Verlangsamung minus 25%. Erhöhte Trefferpunkte, erhöhte Sichtweite. Braucht man nicht unbedingt. Erhöhte Sichtweite, Verlangsamung. Ich nehme den mit Schiffsreparatur wieder. Abgemacht. So. Lasst mich euch ein Und den wenig Rest bringst du auch greifen. Nach hier oben. Gesandte zieht es meist in die Aufstehung. Ich weiß. Ihr habt ein gutes Geschäft. Ihr seid gerade nicht so gut zu sprechen. Kümmere ich mich jetzt direkt um. Ein gutes Geschäft. Wir brauchen Perlentaucherhütte, um dann Perlenketten zu produzieren. Haben wir denn hier einen Riff? Wir haben hier einen Riff. Aber dieses Riff ist ein Problem, weil das liegt an einer falschen Stelle. Dann schauen wir doch mal bei unseren anderen Inseln. Was ist mit dem hier zum Beispiel?
Der Rat der Zehn dankt. Wir brauchen Mosaik drüben. Das ist überhaupt kein Problem. Mosaik können wir rüberbringen. Wie sieht's aus mit Werkzeug? 7, 8. Ja, das reicht doch gerade so. Dann nehmen wir mal ein bisschen Mosaik mit. Nehmen wir direkt 40 Stück. Und fahren hier rüber. Ihr kriegt eure Perlen, keine Sorge. In der Zwischenzeit können wir auch schon mal die der Schiffsroute sagen. Nehmen hier noch mal direkt noch Perlen mit. Nein, nicht Perlen. Du sollst Perlenketten mitnehmen und rüberschiffen, sobald sie da sind. Braucht ihr denn sonst einen anderen Kram, meine guten Freunde, ihr Gesandten? Nein, sonst seid ihr ganz zufrieden. Das ist schön. Orientalischer Platz, ist so. Ja. Das kriegen wir doch alles hin. Überhaupt kein Problem. Sind die Schiffe schon da? Ja, die reparaturwürdigen Schiffe kommen noch. Worum sollte eigentlich mal die... Genau. Bevor wir die noch in der Schlacht verlieren. Das wäre nicht so toll. Nemesis, du fährst zum Kran, bitte. Das gleiche gilt für die Santa Maria, die wahrscheinlich noch komplett in der Gegend rumtuckert. Ja, da oben kommt sie. Fährst auch direkt zum Kran, bitte. Okay. Die ist angekommen, sehr schön. Mosaik abliefern, dann können wir... Hier eine Perlenhütte, Taucherhütte. Dahinter machen wir Holz. Wir brauchen Holz. Holen wir nochmal eben kurz Holz rüber. Wieso machen wir eigentlich gerade so viel Plus? Denkt ihr nicht, ihr solltet meinesgleichen etwas mehr bieten? Bin ich doch gerade dabei. Immer mit der Ruhe. Kommt alles. Versprochen. Versprochen. Versprochen, versprochen. Alles in der Mache. Ja, ich habe manchmal so Momente, wo ich einfach so am Klatschen bin, am Summen bin. Wir machen noch eben die Perlenproduktion fertig. Es ist mir wie immer eine Ehre. Und dann ist das eigentlich schon... genug für die Folge, würde ich fast sagen. Dann können wir da ganz gut aufhören vorerst. Ich wollte hier noch Unterhaltskosten, konnte hier noch weiter senken, ne? Ich konnte meine Kriegsschiffe verbessern. Wo war das gerade mit Unterhaltskosten? Irgendwo kann ich ja Unterhaltskosten senken. Doch bei ihm. Man weiß nur auf der ersten Stufe. Kann auch sein, dass es nur auf der ersten Stufe war. Egal, meine Kriegsschiffe müssen nochmal besser werden, würde ich sagen. Das machen wir noch. Das tun wir noch. Des Weiteren können wir... Hier war da... Achso, hier konnten wir Unterhaltskosten verringern. Genau. Machen wir auch nochmal. Je mehr Unterhaltskosten wir einsparen, desto besser. Hier, nimm mal ein bisschen Holz mit. Und bring das noch da drüben. Dankeschön. So, Perlen werden auf jeden Fall schon mal besorgt. In jeglicher Hinsicht. Ein ja, fairer sehr gut, Handel. Sehr gut. Wie sieht es eigentlich mit der Bierproduktion aus? Läuft die wieder einigermaßen stabil? Achso, du hast gerade, bringst gerade 19 Bier rüber. Das muss noch besser werden, glaube ich. Wie viel haben wir nämlich hier gerade auf Lager? 50, das ist noch vom Einkauf her. Schätze ich mal. Liefert bitte darüber. Die Eragon liefert hier mal das Segeltuch ab. Das kriegt dann. Kriegt eins der Kriegsschiffe. Das ist das automatische Speichern. Was das Zeichen für die halbe Stunde ist. Das ist echt immer so eine gute Einblendung von wegen Folge beenden.
Ich meine, ich kenne das von. Ich gucke jetzt selber auch Let's Plays und ich hasse es auch immer, wenn du dann so merkst, die Folge geht zu Ende. Gesichert. Aber es soll doch noch weitergehen. Naja. Kommt noch. Unterhaltskosten minus 50%. Ja, das machen wir ein andermal. Das geht noch irgendein anderes Schiff. So, Holz bitte abliefern. Dann einmal das Gebäude hier bauen. Oh Gott, wir kommen mit der Straße nicht da durch, ne? Legen wir erstmal eine Straße dahin. Was ist das? Doch, die Straße kommt durch. Die Straße kommt durch. Dann können wir hier super die... Wie heißt die? Perlenknüpferei hinbauen. Und du kannst eigentlich schon mal wieder neues Werkzeug holen fürs nächste Mal. Das kommt aber, wie gesagt, beim nächsten Mal dran. Soweit läuft es sehr gut. Wir haben, wir haben mal wieder ein Flaggschiff verloren, diese Folge. Aber was mir zusteht. Ansonsten läuft es eigentlich gerade ziemlich gut. Wir sind wieder ordentlich im Plus. Wir haben ein paar Missionen erfüllt. Wir haben ein paar Verbesserungen besorgt. Wir haben mehr Gesandte bekommen, weshalb wir neue Bauoptionen hatten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben ein bisschen an unsere Wirtschaft wieder optimiert. Achso, ja, ihr seid die unbedingt eine Kapelle noch haben wollt. Obwohl ihr direkt neben eine Kirche wohnt. Gut. Jedenfalls schauen wir mal den Perlentauchern hier zum Abschluss ein bisschen zu. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ein gutes Geschenk.